bist du deppert? Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, willkommen im Obertal. Lasst euch von meinem äußeren Erscheinungsbild nicht schrecken, wir kommen gleich darauf. Wir sind hier im wunderschönen Obertal im Hotel Cinderella. Keine Werbung an dieser Stelle, keine Sorge, ich bekomme für das keinen Cent bezahlt. Freunde, ich habe heute eine Suite ausgefasst, so geil habe ich es noch nie bekommen. Ich führe euch ein bisschen herum, liebe Freunde. Wir befinden uns hier gerade im Foyer. 70 Quadratmeter, auf denen man es sich gut gehen lassen kann. Eines von zwei Badezimmern, Leute. Mit Badewanne natürlich war ich noch kein einziges Mal drin, weil es gibt hier einen hauseigenen Wellnessbereich, den habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt. Wie gesagt, hier das Foyer mit einem von zwei Terrassen. Einen Kasten, der beleuchtet wird. Guckt euch das mal an. Kasten auf, Licht an, Kasten zu, Licht aus, Kasten auf, Licht an, Kasten zu, Licht aus, Kasten auf, Licht an, Kasten... Hier sind wir schon im Wohnzimmer und Arbeitsbereich. Wir haben direkt den Blick auf das, auf die Skipiste besser gesagt. Hier wunderschön Gams 1, da oben ist eine mega fette Kicker. Dort könnte vielleicht etwas passiert sein, was mit diesem Video zu tun hat. Hier wird natürlich nicht nur gechillt, Freunde, sondern natürlich auch gehustelt. Der Boy ist immer am Arbeiten, ihr wisst Bescheid, Maximilian hat immer was zu tun. Mein wunderschönes Bett! Ah, hier habe ich auch schon das ein oder andere Girl begrüßt. Also besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Ich habe sogar eine eigene Infrarotkabine, Leute. Hier werden die Verspannungen des Snowboard-Tages gelöst. Das Weltraumklo. Das leuchtet sogar in der Nacht. Ich habe hier sogar eine Fernsteuerung, die ist sehr, sehr praktisch für... Und wer denkt, besser geht's nicht mehr, der hat das Badezimmer noch nicht gesehen. Vor allem, guckt euch das mal an, wie geil dieses Badezimmer ist. Wunderschön. Aber die berechtigte Frage ist natürlich immer noch, was ist mit meinem Auge passiert und wo bleibt bitteschön das Gewinnspiel? Liebe Freunde, wisst ihr ganz genau Bescheid, es gibt was Besonderes zu gewinnen. Ja, das haben wir hier schon gesehen. Für all jene, die auf maximilian.eu gegangen sind, sich meinen Merch geholt haben und ihre Bestellbestätigung in ihre Insta- oder Snapchat-Story gepostet haben, gab es ja die Chance, diese wunderbaren Nike Off-White Air Force One in der Farbe Volt zu gewinnen. Ein Schuh, der über 500 Euro wert ist. Und Freunde, nein, ich verlose nicht meine benutzten, sondern natürlich ein ganz neues Paar. Und das ist weit über 500 Euro wert. Und heute, liebe Leute, ist die große Verlosung. Wer hat diesen Schuh gewonnen? Über 100 Einsendungen sind hineingekommen bei uns. Ich habe meinen Kumpel gebeten, eine herauszusuchen nach dem Zufallsprinzip. Diese Person wird heute bekannt gegeben. Dementsprechend einen kleinen Trommelwirbel. Die Person, die gewonnen hat, heißt Moritz R. Homberg. Lieber Moritz, herzliche Gratulation. Du bist jetzt Eigentümer eines Nike Off-White Air Forces Paar. Völlig zu Recht sind jetzt einige von euch enttäuscht, dass sie nicht gewonnen haben. Aber ich wäre nicht Maximilian, wenn ich nicht immer eine neue Überraschung aus dem Hut zaubern würde. Für all jene, die ab heutigen Tage auf maximilian.eu gehen, sich den Merch holen, die Bestellbestätigung auf Insta oder Snapchat Story posten, mich markieren, haben die Möglichkeit, Folgendes zu gewinnen. Ja, 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 es sind wieder Nike Off-White. Aber was für Schuhe werden das wohl sein? Wir werden jetzt gleich mal hineinschauen. Und liebe Leute, hier sind sie. Die neuen Air Max 90 Nike Off-White. Freunde, ganz, ganz neues Paar habe ich hier schon zugeschickt bekommen. Natürlich noch nie getragen. Hier noch mit den Original-Etiketten oben. Natürlich auch mit dem Off-White-Zip-Teil. Also völlig neu, noch nie gerockt. Der Schuh hat auch einen Wert über, I don't know, ich glaube 400, 500, 600 Euro. Ich weiß gerade nicht die Marktpreise. Holt euch den Schuh, liebe Freunde. Ab heute, das heißt, wer ab heute koppt, nicht wer vor 3 Wochen gekoppt hat, sondern wer ab heute koppt und die Bestellbestätigung in sein Insta oder Snapchat Story postet, ist bei diesem Gewinnspiel dabei. Es sind nur noch ganz wenig Stücke da auf der Homepage maximilian.eu, deswegen schnell sein, Freunde, und euch holen, solange der Vorrat reicht. Liebe Leute, natürlich,
ihr wollt wissen, was ist mit meinem Auge passiert. Also ich finde eigentlich am ärgsten war es am ersten Tag, da hat es noch am schlimmsten ausgesehen. Und ja, entgegen eurer Kommentare, also entgegen den Vermutungen, dass mich ein Fan von Justin geboxt hat oder dass der Einbrecher auf mich gewartet hat und mir eine Schelle verpasst hat oder, naja, ich war es eigentlich eh selbst. Also Punkt 3 war eigentlich gar nicht mal so falsch. Die Frage ist, wie habe ich das Ganze geschafft? Ja, ich glaube, erzählen kann ich lang und breit. Wir reisen einfach in der Zeit zurück am ersten Tag hier in Obertauern. So Leute, ab auf die Piste. Heute ein wunderbarer Tag zum Boarden. Die Sonne lacht. Es ist das absolut perfekte Wetter. Heute wird sich eigentlich nur eingefahren. Wir werden trotzdem ein paar Stops machen im Funpark und so. Aber heute eher ein chilliger Tag zum Reinkommen. Wir haben ihn auf die ganze Woche. Ein paar Sekunden später. Ich bin jetzt gerade unterwegs zu dem Spot, wo ich letztes Jahr schon einen Backflip gezogen habe. Die Voraussetzungen sind richtig gut. Der Schnee passt. Die Kicker schaut nice aus. Also einfach mal probieren. Ich werde jetzt einmal First Try schauen, wie sich der Salto ausgeht. Und dann vielleicht noch zwei, drei Sprünge machen. Und ich bin auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ob ich nicht vielleicht einen Double Backflip ziehe diese Woche. Die Spannung steigt. Gut Leute, also wie man jetzt schon gesehen hat, der Speed und die Höhe sind überragend. Also mich poppt es richtig nach oben. Für einen Double Backflip müsste ich halt richtig anreißen und mich tacken. Ich habe noch nie einen Double Backflip mit dem Snowboard gemacht, dementsprechend kacke ich mich ziemlich an, liebe Leute, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber die Voraussetzungen, grüß euch. Aber die Voraussetzungen wären heute perfekt. Der Schnee ist weich, das ist ganz, ganz wichtig für einen Trick, den man noch nie gemacht hat. Die Sicht ist auch bombastisch, aber es ist der erste Snowboard-Tag. Ich bin mich heute erst eingefahren, also jetzt gleich einen Double ziehen. Ich habe halt nicht einmal die GoPro oder meine Kamera mit. Ich nehme das jetzt gerade mit dem iPhone auf und Double einfach so ziehen. Wird vielleicht sogar gehen. 12 Sekunden später. Ich stehe jetzt da, da unten ist die Kicker und bin echt am Überlegen, ob ich den Double ziehe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich scheiße mich an. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe den bis jetzt immer gestreckt und nie mit viel Schwung gemacht. Ich muss mich tacken, ich muss glaube ich einen Grab machen, damit sich das Ganze ausgeht. Also ich bin jetzt echt noch am Fokussieren und überlegen, ob ich das jetzt durchziehe. I'm shitting myself. He needs some milk! Ich habe zwar komplett das Knie in die Fresse gehabt, also richtig, ich sehe gerade Sterne, aber oh mein Gott. Also das wird fix ein blaues Auge, aber fuck war das geil. Ich hab's. Oh, schau mal, wie meine Knie zittern. Schau das an. Die Lano war katastrophal. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich fühle mich trotzdem geil. Mir tut extrem mein Gesicht weh. Aber für den ersten Versuch richtig geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geil. Okay, ich glaube, bei diesem einen Versuch lasse ich es für heute. Ich muss jetzt mal mein Auge kühlen gehen. Freunde, wir brauchen gar nicht reden. Wenn das nicht fett war, dann weiß ich es auch nicht. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, wir sehen uns in 10 Minuten nochmal, wenn mein Auge so ausschaut. Oha, Alter! 5 Minuten später. Schaut gut aus, oder? Das hat sich auf alle Fälle ausgezahlt. Ankunft beim Hotel. Ich weiß, Selbstlob stinkt, aber ich bin echt gerade so stolz auf mich, dass ich meine Ängste überwunden habe und einfach durchgezogen habe. Auch wenn ich da jetzt so ein blaues Auge habe, ist mir das vollkommen egal. Die Endorphine überwiegen. Ich bin richtig mega stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe und dass ich ihn fast gestanden bin. Also viel hat nicht mehr gefehlt. Im nächsten Versuch klappt auf alle Fälle. Weitere 5 Minuten später. Ja, man merkt, ich kann auch nicht mehr so gut reden. Ich glaube, ich habe eine Gehirnerschütterung. Mir ist schwindelig und ich sehe nicht mehr so gut auf beiden Augen. Es wird so schön langsam Tunnelblick. Also ich glaube, der Boy hat sich seinen Kopf verletzt, Alter. Ich gehe jetzt mal zur Rezeption und hol mir meine Zimmerkarte, weil ich habe die nicht mehr. Die bei der Rezeption komplett geschockt. Was ist denn dir passiert? Ich schicke dir gleich den Hausmeister, du musst ins Krankenhaus. Ja, mal schauen.
Da hinten rennt er eh schon, glaube ich. Fahren wir gleich, Maximilian. Warte mal. Fahren wir gleich ins Krankenhaus, oder was? 2 Minuten. Ich bringe eine Berge hoch. Ich werde mich jetzt fix noch umziehen. Ich fahre sicher nicht in der Skiunterwäsche ins Krankenhaus. Ich war jetzt auch noch schnell duschen. Der wird nicht besonders begeistert sein darüber, weil er wartet unten. Mir geht es eigentlich so weit ganz gut. Also meiner Meinung nach ist nicht notwendig, dass man ins Krankenhaus fährt. Und auf geht die wilde Reise. Also ich sollte das viel tragischer gestalten, weil sonst kommt das Ganze im Video nicht so arg rüber. Ich schaue aus wie der Göttner von Notre Dame. Bist du deppert? Unten haben sie mich gefragt, ob ich eine Fetzerei hatte. Da habe ich ganz stolz gesagt, nein, ich habe einen Double Backflip gemacht. Wie lange dauert die Fahrt? Gut, die Fahrt war jetzt doch nicht zu lang wie gedacht. Werden wir mal schauen, was der Arzt sagt. Ganz normal. Im Obertauern ist der Notarztwagen kein normaler Notarztwagen, sondern einfach mal ein Porsche. Ja. Ich bin jetzt fertig vom Arzt. Entwarnung, wie ich mir schon gedacht habe, es ist keine Gehirnerschütterung, es ist keine leichte Gehirnerschütterung, sondern es ist eine Gehirnprellung. Ab ins Hotel, für heute wird mal gechillt. Heute nichts mehr mitfahren, aber morgen vielleicht schauen wir wieder. Ja Leute, es war mega knapp. Das war das große Ziel, mich zu steigern. Double Backflip. Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal den Backflip mit dem Snowboard gemacht. Dieses Jahr, ihr kennt mich, ich muss mich steigern. Dieses Jahr wollte ich den Double Backflip schaffen und fast wäre es mir gelungen. Also gestanden bin ich schon, aber leider hatte ich etwas zu viel Speed, bin zu weit gekommen und dann schon im Flachen gelandet und dementsprechend stark hat es mich dann in den Boden gestompt. Aber liebe Leute, ihr kennt mich. Wenn ich auf die Fresse fliege, dann stehe ich wieder auf. Und auch diesmal werde ich das Gleiche tun. Ich werde morgen ein weiteres Mal zum Versuch ausholen und dieses Mal hoffentlich den Double Backflip stehen. Und euch nehme ich natürlich mit. Ja, das war zumindest der Plan. Aber klassischerweise macht mir das Wetter wieder mal einen Strich durch die Rechnung. Es geht so stark der Wind, dass einige Lifte zugesperrt haben. Mit dem Wind ist gerade bei so hohen Sprüngen nicht zu spaßen. Anagas ist das beste Beispiel dafür. Ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wenn ich das nächste Mal da bin, werde ich sofort zu einem weiteren Versuch ausholen. Ich werde das Ganze so nicht stehen lassen. Ich will meinen Double Backflip stehen. Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass ich ihn fast gestanden habe, bin ich natürlich hungrig und werde mir das auf keinen Fall entgehen lassen. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr die Story gut findet, wenn ihr die Farben, es wird wirklich immer schlimmer, schaut euch das mal an. Wenn ihr das Video cool fandet, wenn ihr diesen Vlog-Style cool fandet, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Nicht vergessen, Freunde, maximilian.eu, holt euch euren Merch, stellt die Bestellbestätigung in eure Insta- oder Snapchat-Story und holt euch die Air Max 90! Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Da gibt es eine Ausgabe von Community Outfits bewerten. Eine weitere Ausgabe von Mama, what the fuck. Bleibt auf alle Fälle dran, Freunde. Das war's von mir, euer gezeichneter Maximilian. He needs some milk!